Leute, heute sind wir von Borussia zum Auftakt der Sonderausstellung Verantwortung im Fußballschuhen eingeladen worden. Leo und ich, wir durften bei dem Thema mitwirken. Was die Ausstellung genau zeigt, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran! Die Ausstellung ist auf ganz verschiedenen Sachen aufgebaut. Es gibt zwei große Dinge. Der erste ist ein historischer Teil. Der historische Teil umfasst das große Spiel 1970 von Borussia und Israel. Und genau, die Entwicklung aber auch in Gladbach zur Nazi-Zeit, also in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das ist sehr detailliert aufgearbeitet worden. Und im zweiten Teil, da stehen wir gerade drin, geht es um Vielfalt. Um alle möglichen Vielfaltsbegriffe, ob es Taubstumme sind, ob es Leute geht, der LGBTQI, ob es um Behinderung geht. Alle Leute finden sich hier wieder. Die Ausstellung finde ich gut, weil ich da selber auch mitgemacht habe. Ich habe Interview gegeben und auch einen Fototermin dazu gehabt. Mir gefällt die Sonderausstellung hervorragend, die Geschichte zu beleuchten von Borussia Mönchengladbach. Die Entwicklungen, die letzten Siege liegen etwas lange zurück. Aber auch eben diesen Einsatz für Toleranz und gegen Rassismus und Antisemitismus zu zeigen, beeindruckt mich. Besonders heute ist es unfassbar wichtig, sich gegen Diskriminierung einzusetzen. Jeglicher Form. Ne? Es kann ja Ableismus sein, es kann Antisemitismus sein, es kann Rassismus sein. Egal wogegen, es ist wichtig, sich dazu einzusetzen. Und der Fußball hat so eine riesige Stahlkraft. Wir können überall in der Stadt die Raute sehen. Und deswegen ist es noch viel, viel wichtiger, dass Borussia sich dafür einsetzt. Ich habe schon ganz viel Diskriminierung in meinem Leben erfahren. Und deshalb bin ich hier bei der Ausstellung auch dabei, bei dieser Sonderausstellung, weil ich den Leuten eben auch damit zeigen will oder sagen will, vermitteln will, dass wir nicht anders sind als sie selbst. Ja, ganz besonders gegen jede Form von Diskriminierung, von Ausgrenzung zu sein. Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten, seine Qualitäten. Und die muss man stärken. Und man darf Menschen nicht daran festmachen, was sie entweder nicht können oder weil sie vielleicht einen anderen Glauben oder eine andere Abstammung oder ein anderes Aussehen haben. Und deshalb, ja, brennt mein Herz bis heute für Toleranz. Seid ihr neugierig geworden? Dann könnt ihr die Ausstellung bis zum 2.4.2023 selbst anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ciao!